Herzlich willkommen in der Fondation Weiler. Heute ist ein Freudentag. Wir feiern mit Ihnen den Abschluss des Fondation Weiler National Swiss Conservation Project Accord, des größten und wichtigsten Restaurierungsprojekts, das unser Museum gemacht hat. Und heute ist dieser besondere Tag für uns. Als Direktor des Museums kommt man sich etwa so vor, wie wenn man ein Kind hat, das krank war und in die Klinik musste, sich vielen Operationen unterzogen hat und jetzt nach langer Zeit wieder nach Hause kommt, gesund und geheilt. Und darüber freuen wir uns ganz besonders. Die Museumsarbeit hinter den Kulissen haben wir uns natürlich auch über das große Medienecho gefreut, weil normalerweise sind Themen, die hinter den Kulissen des Museums sich abspielen, und solche auch komplexeren Sachen wie Restaurierung sind etwas, was schwer an die Bevölkerung, an die Öffentlichkeit zu vermitteln ist. Und wir haben gestaunt und waren höchst erfreut, dass es sehr viele Sendungen und Artikel zu diesem Thema gibt. Und wir freuen uns auch, alle hier sind und mit uns zum ersten Mal nachher die Resultate dieses Projekts sehen können. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse und übergebe Dietrich von Frank. Vielen Dank, lieber Sam. Ich sehe uns noch sitzen nebenan in der Villa Berowa bei unserem Mittagessen. Und insofern bin ich also sehr dankbar, dass wir hier heute Sie, verehrte Damen und Herren, vor uns haben. Es ist in der Tat richtig, die mitten in der Finanzkrise ein solches Engagement zu machen, ist nicht ganz einfach gewesen, aber dank unseres sehr initiativreichen CEOs, Dr. Hans Künzle, hatten wir die Gelegenheit, eigentlich sehr schnell uns zu diesem Projekt zu entschließen. Wobei man uns allerdings immer wieder gefragt hat, warum wir als Versicherer bei einer Restaurierung und Konservierung von Accounts engagiert sind. Die einfache Antwort lautet, weil es der unternehmerischen Strategie von National Swiss entspricht. Unter uns allerdings, längst nicht jedes Sponsoring erfüllt diese an sich banale Anforderung. Als kleinerer Player im Versicherungsmarkt kann National Swiss nicht im Kampf mit den großen Marktanteilen mithalten. Stattdessen setzen wir seit einigen Jahren auf eine konsequente Nischenstrategie. Und einer dieser Nischen ist eben die Kunstversicherung. Mit der Specialty Line Art bieten wir privaten und öffentlichen Sammlern ein ganzes Paket von maßgeschneiderten Versicherungslösungen an. Wir sind uns alle sicher einig, dass ein Kunstwerk möglichst oft von möglichst vielen Menschen gesehen werden soll und auch verinnerlicht werden soll. Je öfter und womöglich an verschiedensten Orten ein Kunstwerk gezeigt werden soll, desto stärkeren äußeren Einflüssen und Gefahren ist es ausgesetzt. Und ich freue mich, Sam, ganz besonders, dass ja diese Idee der großen Retrospektive von den Scherenschnitten mit dem MoMA und der Tate nun auch unser Account beinhalten könnte oder zumindest ein Teil der Ausstellung wird. Auch unser Projekt, das ist ja ganz toll. Wunderbar. Also das ist so eine Neuigkeit, die ich auch noch nicht wusste. Also insofern ist das diesem Anlass einer Pressekonferenz sehr angemessen. Man hört eben Neuigkeiten. Bevor man an das Verschicken und Ausleihen eines Kunstwerks gehen kann, ist es entscheidend, dass das Kunstwerk in sich gesichert ist. Es muss optimal konserviert und restauriert sein. Gerade aus der Sicht eines Kunstversicherers steht die bestmögliche Erhaltung des Kunstwerks immer im Vordergrund. Und hier hätten wir also eine erste Antwort, weshalb wir uns bei diesem Projekt engagiert haben. Wir können an diesem Beispiel mustergültig aufzeigen, dass es bei der Kunstversicherung um weit mehr geht, als um das Schätzen der Werte eines Werkes und die Festsetzung einer entsprechenden Prämie.
also weit über den Versicherungsvertrag hinaus. Wir können zugleich unser Wissen einbringen und aus den Erfahrungen, welche bei der Restaurierung und Konservierung von Account gemacht wurden, lernen. Also nicht nur der Kunsthistoriker Ulf Küster und die Restauratoren und Konservatoren Markus Groß und Stefan Lohrengel lernen, sondern auch wir als Versicherer lernen. Dieses Wissen und dieses Lernen können wir wiederum in die tägliche Zusammenarbeit mit unseren Kunden einbringen. Das heißt, wenn ein Werk so großer Natur oder auch sehr fragiler Natur transportiert werden muss, kann man sich dann an uns wenden und kann fragen, wie machen wir es denn am besten? Das Wissen um die Möglichkeiten der Restaurierung hilft uns aber auch im eigentlichen Schadenfall. Wenn also ein Kunstwerk tatsächlich beschädigt wird, je mehr wir wissen, umso bessere Lösungen finden wir im Einzelfall. Heute sind fast alle Schäden reparierbar. Entsprechend geringer fallen auch der Wertverlust und damit der finanzielle Schaden für den einzelnen Sammler aus. Und das ist ja bei der explodierenden Werteentwicklung von Kunst in den letzten 10 Jahren auch nicht ganz uninteressant. Und ganz zuletzt, und dieses will ich Ihnen nicht verschweigen, verspricht sich National Suisse von ihrem Engagement eine Stärkung ihres Ansehens als Kunstversicherer. Wir sind stolz darauf, in diesem wichtigen Projekt Partner einer so renommierten Institution wie der Fondation Bärler sein zu dürfen. Und zum Schluss möchte ich allen Mitarbeitenden, allen an diesem Projekt intensiv Beteiligten ganz herzlich danken, Sam Keller, ganz besonders Ulf Küster, der sich mit der kunsthistorischen Recherche und Aufbereitung befasst hat, aber auch Markus Groß und Stefan Lohrengel und vielen anderen wunderbaren Menschen in der Fondation Bärler sowie auch bei uns in der National Suisse. Es hat wirklich großen Spaß gemacht und die Diskussionen, die wir hatten in den verschiedenen Konferenzen und Sitzungen, auch mit Marc Wettig, waren eine große Bereicherung für den Kunsthistoriker Dietrich von Frank, aber auch für uns als National Suisse. Und in diesem Sinne gebe ich jetzt gerne ab an meinen Kunsthistoriker-Kollegen Ulf Küster und freue mich sehr. Vielen Dank, Herr Frank. Meine Damen und Herren, herzlichen Dank dafür, dass ich hier kurz sprechen darf. Ich will betonen, dass ich es kurz mache, denn die Zusammenarbeit zwischen den Kunsthistorikern und den Restauratoren muss man umdrehen. Es war eher eine Zusammenarbeit zwischen den Restauratoren und den Kunsthistorikern. Die Restauratoren haben hier die Pionierarbeit geleistet, die Kunsthistoriker haben, die hechelten so ein bisschen hinterher und haben festgestellt, ja, dass es interessant ist, wenn man nicht nur Bücher liest und Werke an Oberfläche anguckt, sondern dass man auch eigentlich diese Ergebnisse, die Restauratoren erbringen, etwas mehr in seine Forschung einbezieht. Ich will Ihnen ganz kurz einen Überblick geben oder ganz kurz zeigen, die Bedeutung dieses Werks in Henri Matisses Leben und Werk. Die nächste Folie, bitte. Aha, da ist sie ja. Ich will Ihnen das nicht vorlesen, das ist eines der Zitate, die Henri Matisse rückblickend über sein Werk gegeben hat, wo er die Scherenstädte einordnet. Die Scherenstädte waren für ihn tatsächlich so etwas wie der Gipfelpunkt und auch die große Lösung des Problems, an dem er seit 1908 gearbeitet hat. Er wollte die Grande Décoration erschaffen. Ein Wort, das immer wieder falsch verstanden worden ist, weil wenn man es ins Deutsche mit Dekoration übersetzt, dann denkt man wirklich ans Tapeziergeschäft, aber darum geht es überhaupt nicht, sondern es geht um die große, perfekte, stimmige Bildkomposition aus Form, Linie und Farbe. Und es war Matisse eine Erleuchtung, diese Möglichkeit des Scherenstädts gefunden zu haben. Er hat in einem anderen Zitat, das wir hier nicht bringen, immer wieder gesagt, nicht nur einmal, sondern mehrfach, dass dieses Schneiden Papier so etwas sei wie die Symbiose aus Zeichnen, also Kontur herstellen, Malerei, das heißt Farbe, Form, Farbe und Fläche herzustellen, und Bildhauerei. Und damit meinte er dieses Schneiden in das Papier, das ihn an Bildhauerei erinnerte. Und
eigentlich vor kürzerer Zeit habe ich in Paris eine Ausstellung gesehen von Zeichnungen von Rodin und von Scherenschnitten von Rodin. Und da ist mir eigentlich klar geworden, dass möglicherweise Matisse diese Anregung von Bildhauern bekommen haben könnte. Bildhauer experimentieren gerne mit der Kontur, indem sie Scherenschnitte machen. Und Rodin hat das sehr intensiv getan. Das ist ganz unbekannt. Das war eine Ausstellung, wo man Scherenschnitte von Rodin gesehen hat. Und es gibt durchaus eine Klammer zwischen Rodin und Matisse, weil sie 1908, 1909 auf demselben Areal jeweils ein Atelier hatten und sich eigentlich ziemlich gut kannten. Und das wäre so eine neue Wendung eigentlich. Jetzt müssen wir das Projekt noch ein bisschen weiter ins kunsthistorische Ziel eigentlich, um das dann noch zu erforschen, mal sehen. Vielleicht habe ich irgendwann Zeit dafür, darüber auch noch weiter nachzudenken, mit dem Zusammenhang zwischen Bildhauer und Maler in der Kontur des Scherenschnittes. Das nächste bitte. Der zweite Aspekt, auf den ich hinweisen möchte, ist, dass Henri Matisse diese Werke sehr bewusst als Spätwerk, als seine letzten Werke angesehen hat. Und ich möchte kurz daran erinnern, dass wir hier in einem Spätwerk stehen. Das Spätwerk Ernst Bahr, das ist seine Formation. Und er wusste, wie wir feststellen konnten in der Arbeit im Archiv Matisse in Issy bei Paris, er wusste, er hatte das Gefühl, er hatte das Gespür, dass er unbedingt diese Spätwerke für sein Spätwerk haben musste. Er hat mit großer Hartnäckigkeit das hinbekommen, diese zwei Meisterwerke aus dem Nachlass von Matisse zu bekommen, wobei die Nuit Bleue 1, wir können das nächste Folie vielleicht zeigen, die Nuit Bleue 1 von 1952, ja kürzlich in Paris zu sehen war, in der Ausstellung Paris-Série. Wieder mal zeigte, dass das eigentlich das Werk ist, das mit dem größten Schwung, also mit der, ja, es ist eine Ikone von Matisse, eine Ikone dieses Museums, dass das eigentlich fast das Schönste dieser vier Blöde, die es gibt, ist. Es ist ein Alterswerk, es ist ein Spätwerk, das müssen Sie sich klar machen. Matisse hatte 1941 eine schwere Operation zu überstehen, litt an Darmkrebs. Er hatte seit 1941 einen künstlichen Darmausgang, das kann man ja auch mal sagen, und war deswegen ganz stark in seine Bewegungen eingeschränkt. Und wie viele Künstler auch, Jawlensky, Renoir, Klee, hat die Krankheit dazu beigetragen, diese Konzentration der Mittel, die er eigentlich immer suchte, zu verstärken. Also er war wirklich, wir können das nächste Bild zeigen, er war in seinen Bewegungen extrem eingeschränkt. Und da kam ihm dann eben diese Schere zurecht, die auf seinem Weg gelegen ist, weil er eben nach der vereinfachten, nach der großen Form, nach den vereinfachten Formen suchte. Und er entwickelte dann diese große Fertigkeit im schnellen Scherenschneiden. Sie haben vielleicht alle gesehen diesen Film, den wir hier in dem Atelier gezeigt haben, wo Matisse gezeigt wird, wie er diese Formen schneidet. Das geht radikal schnell. Es ging um den ganz großen Schwung. Darauf gehen die Restauratoren vielleicht noch ein. Da wurde nicht gerade darauf Wert gelegt, besonders sauber auszuschneiden, sondern das musste in einem Schwung, musste diese Form hergestellt werden und dann einfach stimmen. Ja? Das war dieses Gefühl für Form, was Matisse hatte und was er dort zu erfüllen suchte. Das nächste bitte. Dann ist wichtig die Verbindung zwischen Zeichnung und Scherenschnitten. Matisse lebte in einem großen Appartement in Signy oberhalb von Nizza. Und dieses Appartement war eigentlich sein Atelier und Lebensraum. Man muss dazu wissen, er war von Krankenschwestern und Helferinnen umgeben, Tag und Nacht, weil er auch sehr viel Schmerzen hatte. Er war lange Zeit bettlägerig und er entwickelte eine Technik, vom Bett aus an die Wände seines Appartements zu zeichnen. Und wir haben ja auf dem Account auch, wie wir heute wissen, Original-Kohlezeichnung von Matisse, die in etwa so entstanden ist. Hier ein Bild aus der Zeit, wo er an der Ausstattung und Dekoration der Kapelle von Mons gearbeitet hat. Das nächste bitte.
Matisse hat eben schnell gearbeitet, ganz, ganz schnell gearbeitet und sofort verworfen, wenn ihm etwas nicht gefallen hat. Ja, es wurde ganz schnell ausgeschnitten, es wurden die Papiere, Sie sehen Vorder- und Rückseite, die Papiere wurden eingefärbt mit Gouache von den Assistentinnen, die wurden gegeben, hinten sehen Sie das ganze Arbeitsmaterial und dann hat der Meister geschnitten, was runtergefallen ist, ist von den Assistentinnen pietätvoll aufgehoben worden. Erstens, man kann es ja vielleicht nochmal verwenden. Und zweitens, es kommt vom Meister. Diese Reste, die haben sie erhalten, die sind im Archiv Matisse, aber da habe ich kürzlich ans Matisse-Museum in Lucateau-Cambrésis gegeben worden. Und dann der zweite Teil der Arbeit, nach dem Zeichnen, nach dem Ausschneiden, war das Arrangieren. Das war eigentlich der ganz lange Prozess. Das nächste Bild bitte. Der langwierige Prozess, zu dem die Assistentinnen Tag und Nacht bereitstehen mussten. Also das ist kein Witz, Tag und Nacht, da gab es Nachtdienste. Und da gab es auch Nervous Breakdowns und so weiter. Und wenn der Meister seine Komposition an der Wand seines Ateliers, also seiner Wohnung, seines Appartements ausbrachte, da hatte er den Stab. Und fuhr dann immer vor und zurück mit seinem Rollstuhl und die Assistentinnen, die pinten das mit Nadeln an die Wand, ich sage es nicht zu viel, auf Papier und so weiter, das kommt alles noch. Und das war die Arbeit. Und das ist das Bild, was Matisse gesehen hat. Und irgendwann sagte er, das ist gut. Und dann kam die Arbeit des Abnehmens und die Arbeit des zu einem Kunstwerk machen, das war eigentlich ein Prozess, den Matisse angestoßen hat und der dann darauf folgte und der dann dazu führt, dass wir heute ein Werk wie Acconti haben. Mehr will ich jetzt gerade gar nicht sagen. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass die Restauratoren reden. Nochmal vielen Dank fürs Herkommen und auch von meiner Seite ein herzliches Dank für diese Zusammenarbeit, auch für mich, zusammen mit einem Kunsthistoriker-Kollegen, der auch noch für eine Sicherung arbeitet, sehr interessant. Danke, Herr von Frank. Und jetzt gebe ich weiter an Markus Groß. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, wir haben uns gerade vorher mit Herrn Keller überlegt, dass wir Sie nicht so lange auf die Folter spannen wollen. Und wir nehmen jetzt das Tuch schon mal ab. Das Werk ist, glaube ich, zu schön, als dass wir immer diesen weißen Stoffband hier stehen. Sie sehen, der Restaurator sitzt nicht nur am Schreibtisch. Wir haben in den letzten 3 Jahren sehr oft die Leiter verwendet und sind an der Akron runtergeklettert. Ich möchte mit einem Zitat von Matisse beginnen. Lieber Herr Beres, seit Ihrem letzten Besuch bei mir bin ich sehr besorgt, denn ich fürchte, dass in den Raum, den Sie für La Perruche vorgesehen haben, stets zu viel Licht eintritt. Gouachen sind zwar nicht so empfindlich wie Aquarelle, aber im Gegensatz zur Keramik äußerst lichtgefährdet. All meine Bemühungen sind darauf gerichtet, dass ich ohne Brutalität die maximale Kraft der Farben erreiche. Es würde dem Werk deswegen enorm schaden,
wenn die Farbwerte abgeschwächt werden. Hier sehen Sie die beschriebene La Perruche à la Syrienne von 1952 links im Bild in unserer Jubiläumsausstellung in der Fondation Bayern 2007. Was Matisse in diesem Brief selbst beschreibt, lässt uns Restauratoren wirklich stark aufhorchen. Er sieht ja eigentlich mit den Augen eines Restaurators. Er spricht über Fragilität der Papier Découpé, über die Lichtempfindlichkeit und er befürchtet sogar Schäden. Hier sehen Sie Arcand, zum allerersten Mal ausgestellt in der Kunsthalle Bern im Jahre 1959. Wahrscheinlich hat sie Herr Weiler auch dort zum ersten Mal gesehen. 60 Jahre sind seit der Entstehung vergangen. Hat sich an dem Bild etwas verändert? Im Detail wollten wir wissen, wie fragil ist Arcand wirklich, wie Sam Hell gesagt hat. Gibt es überhaupt Bobos und welche? Wie sind die simpel aussehenden Scherenschnitte im Detail entstanden? Matisse hat uns leider keine Gebrauchsanweisung hinterlassen zu seinen Werken und in der Literatur haben wir festgestellt, gibt es ein großes Leck bei den Restauratoren. Die wichtigsten Publikationen, wissenschaftlichen Publikationen stammen aus den 70er Jahren. 2009, vor 3 Jahren, kannst kaum glauben, haben wir mit dem Projekt gestartet. Seit 70 Jahren ist das Bild gerahmt. Wir alle hier im Haus, vom Direktor über den Restaurator, alle Mitarbeiter, haben das Werk noch nie ausgerahmt, sondern immer nur unter Glas und Rahmen gesehen. Damit begann die Suche nach den Antworten unserer Fragen. Denn das ist ganz wichtig für den Restaurator. Kunsterhaltung ist wirklich nur erfolgreich, wenn man die verwendeten Materialien, die der Künstler benutzt hat, sehr gut kennt, aber auch die Intention, was er mit den Materialien erreichen wollte, besteht. Nachfolgend möchte ich Ihnen die wichtigsten Fragestellungen kurz vorstellen. Stammen die Knicke, die Sie hier sehen, vom Arbeitsprozess oder sind das Schäden? Warum gibt es in den Formen hunderte von Löchern? Hier sehen Sie einen Ausschnitt mit den markierten Löchern. Stammen Kohlelinien und das weiß bemalte Hintergrundpapier von Matisse? Ist der hellere Teil in der roten Form, sehen Sie hier unten, ausgebleicht? Hier sehen Sie die Rückseite von Arcand. Warum ist der Scherenschnitt auf Leinwand aufgeklebt und auf Keilrahmen aufgespannt? Von der Rückseite sieht das Bild aus wie ein Ölgemälde. Arcand besteht aus 13 Schichten. Wir sehen nur 4. Gibt es langfristige mit dem komplexen Aufbau? Sie sehen hier die verschiedenen Materialien, Gouache, Papier, Klebstoff, Kraftpapier, Holz. Woher kommen die Schäden im Randbereich? Sie sehen hier Risse und Fehlstellen. Entspricht die Rahmung noch den heutigen ästhetischen und konservatorischen Bedürfnissen? War die Rahmung von 2009. Das waren die wichtigsten Fragen. Alle kann ich leider nicht vorstellen und ich möchte nur zur Vorgehensweise kommen. Wir Restauratoren hier in-house sind vor allem im Gemäldebereich tätig und da das Werk wirklich zum größten Teil aus Papier besteht, haben wir die Notwendigkeit gesehen zur interdisziplinären Zusammenarbeit. Wir haben auch festgestellt, dass eigentlich viele andere Museen das gleiche Problem haben und eigentlich immer noch gewartet haben, weil man gemerkt hat, der Gemälderestaurator ist überfordert, es ist zu viel Papier dabei, der Papierrestaurator ist überfordert, weil es ist so viel Leinwand und so viel Teilrahmen und was mache ich mit dem? Deswegen ist Stefan Lohrengen hier beigezogen und engagiert worden, wo wir sehr froh sind. Dass wir hier in einem speziellen Atelier sind, das hat Herr Keller schon erwähnt. Wir wollten hier die idealen Arbeitsbedingungen, Optimalbedingungen, ich glaube heute ist es nicht ganz optimal, wir sind hier ziemlich dicht und gedrängt, aber es ist alles im sicheren Bereich. Wichtig ist, es hat kein Tageslicht hier, es ist voll klimatisiert und war immer ein hoher Sicherheitsschutz.
Sehr spannend war auch für uns Restauratoren zum ersten Mal in der Öffentlichkeit zu stehen. Und wir hatten auch sehr schöne Erfahrungen, eigentlich sehr nur positive Erfahrungen mit diesem Atelier. Die Leute sind sehr interessiert an den Arbeiten. In den ersten zwei Jahren standen die wissenschaftlichen Untersuchungen an Accord im Zentrum. Das hört sich sehr lang an, aber Sie müssen sich vorstellen, es geht wirklich braucht sehr viel Zeit. Das werden Sie jetzt sehen, warum. Unser wichtigstes Instrument sind unsere Augen. Das heißt, wir haben in verschiedenen Lichtsituationen das Bild erstmal untersucht, im Auflicht, im Streiflicht, im UV, im Infrarot. Dann geht man eine Stufe weiter. Wir haben das ganze Bild mit einem Mikroskop abgescannt, mit einem speziellen Stativ, um wirklich den Schichtaufbau zu verstehen und zu verstehen, das ist original, gibt es Übermalungen, wurde was später appliziert. Und wir haben auch die Materialien wissenschaftlich mit modernsten Technologien analysieren lassen. Parallel, und das war ein sehr wichtiger Punkt, haben wir umfangreiche Recherchen durchgeführt, die sehr, sehr viel Zeit gebraucht haben. Sowohl restauratorische als auch kunsthistorische Literatur haben wir recherchiert und Archivmaterial gesucht. Zentral waren unpublizierte und bislang unbekannte Fotografien des Ateliers von Matisse. Sie geben ganz wichtige Hinweise für uns zur Arbeitsweise. Auch waren neue Erkenntnisse in Boulevardzeitschriften zu finden, wie Sie hier an einem Beispiel Paris Match von 1954 eindrücklich sehen. Wir haben lange gegrübelt, was die Dame, die Assistentin da macht, und wir haben, glaube ich, die Lösung gefunden, die ist was am Nähen, zusammennähen. Ulf Küster hat vorhin die kunsthistorische Bedeutung der Bayerler-Werke geschildert. Deswegen haben wir natürlich selbstverständlich die drei Scherenschnitte des Hauses genau untersucht und mit der Akron verglichen, was natürlich ein Riesenglücksfall ist. Es gibt eigentlich im deutschsprachigen Bereich kein Museum mit so viel Papierdeckung, vor allen Dingen aus der sehr wichtigen Zeit. Um das Werk besser kennenzulernen und verstehen zu lernen, haben wir möglichst viele ähnliche Werke von anderen Museen begutachtet und uns mit Kollegen ausgetauscht. Wir haben insgesamt 60 Vergleichswerke gesehen, die sehen Sie hier alle. Da sind ganz wichtige dabei. Es sind rund ein Viertel der von Matisse geschaffenen Papier-Deco-Bilder, von so klein bis eben in diesen noch größeren Dimensionen reichen. Höhepunkt der interdisziplinären Zusammenarbeit war der Kontakt mit dem Archiv Matisse in Paris. Hier fanden wir historisches Bildmaterial, neue Hinweise über den Arbeitsprozess, ganz wichtige Korrespondenzen über das Werk, auch über die Ausstellungsgeschichte. Um den gesamten Arbeitsprozess nachstellen zu können, haben wir einen Dummy, eine vereinfachte Kopie eines Scherenschnitts erstellt. Das war möglich, da die wichtigste Assistentin von Matisse, Lydia Deletoyevskaya, eine absolut detaillierte Anleitung hinterlassen hat. Aus diesem Modell konnten wir ganz viele wichtige Fragen zum Entstehungsprozess, aber auch zum Zustand klären. Sie sehen hier eins von diesen Modellen an der Wand mit dem Schichtaufbau, und Sie sehen auch, dass wir nicht Matisse sind, dass unsere Formen also nicht diesen Wert haben und eigentlich sehr banal sind, aber für die Rekonstruktion und auch die Technik zu verstehen, war es wirklich ein unglaublicher Mehrwert. Accord und die anderen größten Scherenschnitte sind in zwei Arbeitsschritten entstanden. Das hat Ulf Küster schon erwähnt. Der für das Werk essentielle künstlerische Teil entstand im Atelier des Künstlers in Nizza. Dieser Prozess war eigentlich bekannt, allen bekannt, auch den Kunsthistorikern und uns Restauratoren. Sie sehen hier das Appartement von Matisse mit der Arbeitssituation. Auf der rechten Fotografie sehen Sie eben die Montierung auf der Leinwand, wie die Assistentin die Formen an die Wand schlägt. Heute ist die Akkord aber nicht flatterig mit Nägeln an der Wand, sondern ist plan fixiert. Dieser zweite Arbeitsschritt der Montierung auf Leinwand fand nicht in Nizza statt, sondern in Paris, in einer Werkstatt. Beide Teile sind ganz wichtig und gehören zusammen.
Matisse selbst machte sich Gedanken, wie er seine Werke eben aus dieser Form in diese Form transferieren kann. Ich zitiere Matisse: Nach vielen Jahren des Suchens haben Spezialisten, das ist die Firma Lefebvre Fornay in Paris, schließlich das Mittel gefunden, meine Gouachen in tadelloser Weise vollflächig aufzukleben, was äußerst wichtig für ihre Präsentation und vor allem für ihre Erhaltung ist. Hier sehen Sie die Werkstatt und das Geschäft von Lefebvre Fornay. Die gibt es leider nicht mehr, die Firma. Es war eine ganz bekannte Firma für Künstlerbedarf. Alle wichtigen Künstler, Picasso, Miro, haben dort eingekauft. Durch Rechnungen konnten wir herausfinden, dass Accord 1957-58 bei Lefebvre Fornay in Paris montiert wurde. Wir sind immer noch im Atelier, beim Schneiden und bei der Komposition. In der Literatur wird meist beschrieben, eben, dass Matisse meditativ durch das Papier gleitet. So eine Art Malprozess hat man sich da vorgestellt. Unsere Resultate sind nicht ganz anders. Wenn man sich die Details anschaut, da sieht man Korrekturen, abgerissenes Papier, umgeklappt. Der Schneidevorgang erfolgt wahnsinnig zügig. Es kommt überhaupt nicht auf die Exaktheit an. Es ging ihm wirklich um die Form und das Ganze. Was interessant ist, es gibt nie eine Vorzeichnung. Wir haben keine Vorzeichnung gefunden. Also nicht mal bei der Büble. Das ist quasi freihand aus dem Kopf geschnitten. Unglaublich. Er benutzt die Papiere wirklich wie eine Leinwand, wie eine Palette. Matisse verwendet auch häufig das Gegenstück einer geschnittenen Form. Bei Acorn ist das sehr erstaunlich. Sie müssen auf die Pfeile achten und dann auf das nächste Bild. So passen mehrere Formen von Accord direkt aneinander. Aus einer Form entwickelt sich so die nächste. Das heißt, er arbeitet ja auch mit dem Abfallprodukt und setzt die Form sofort wieder ein. Auf den Formen und dem Hintergrundpapier finden sich über 1000 Bildchen. Stefan Loringen hat sie gezählt, es sind über 1000. Ich weiß noch, als wir diskutiert haben, wollen wir diese Pinnlöcher aufnehmen. Wir haben gesagt, ja, wir sind in einem wichtigen Projekt, wir machen das. Und zum Glück haben wir es gemacht, Sie werden sehen, warum. Anhand der Kartierung lässt sich nämlich ablesen, dass sich das Werk von der blauen Form ausgehend entwickelt hat, da dort viele Pinnlöcher zu finden sind. Die grünen Formen dagegen haben nur sehr wenig Pinnlöcher und wurden nicht in ihrer Position verändert. Auch die Knicke in den grünen Formen stammen aus dem Atelier. Einige Pinnlöcher stammen nicht vom künstlerischen Prozess, sondern vom Montierungsprozess. Da haben wir lange gebraucht, bis wir das erkannt haben, weil wir eben verschiedene Lochsysteme gefunden haben, die nie einordnen konnten. Die Komposition, die wir sie vorher gesehen haben, wurde im Atelier auf ein Transparentpapier übertragen, um die Formen in Paris an die korrekte Stelle aufzukleben. Dafür wurden die herausstehenden Nägel entfernt und durch Nadeln ersetzt, wie Sie auf dem Bild rechts unten erkennen können. Da sehen Sie schön, wie die Nadeln von rechts, von links oben quasi unten durch das Papier durchgestochen wurden. Die Pinnlöcher, wie auch die eingangs erwähnten Knicke, sind also keine Beschädigung, sondern Bestandteil des Werkes. Selbstverständlich restaurieren wir diese nicht. Ein Höhepunkt unserer Recherchen war die Entdeckung einer Schwarz-Weiß-Fotografie von Accord, die Accord im Atelier in dem Hotel Regina zeigt. Wir haben sie erst nach über einem Jahr gefunden. Per Zufall. Das Foto war ganz wichtig, weil es unsere Untersuchung bestätigt hat. So können wir sagen, dass Hintergrundpapier und die Kohlelinien von Matisse stammen. Auch das Bildmaß hat Matisse bereits definiert, indem er 4 weiße Papierbahnen an die Wand geheftet hat. Erst bei der Montierung in Paris wurde der Hintergrund weiß bemalt und dabei die Kohlelinien ausgespart und leicht überlassiert. Überlassiert heißt schwach übermalt. Hier sehen Sie zwei Aufnahmen zur Verdeutlichung der zwei Arbeitsschritte, links das Schwarz-Weiß-Foto und rechts der heutige Zustand. Im linken Detailfoto können Sie noch einen Nagel erkennen, leider sehr, sehr schwach. Das ist hier, genau. Im rechten Teil das entstandene Loch. Im linken den satten Kohlestrich, rechts der Zustand heute.
Wichtige Ergebnisse haben wir auch zu Farben und Pigmenten gewonnen. Matisse verwendete durchwegs nur die besten französischen Künstlerpapiere und Gouachefarben. So ist die irritierende Farbveränderung am heller erscheinenden roten Papier ganz bewusst. Das hat uns sehr überrascht. Durch Mikroskop sowie Pigmentanalysen könnten wir nachweisen, dass die Gouachefarben bei dem roten Papier lediglich dünner aufgetragen worden sind. Dank einem neuen Verfahren, dem Microfading, konnten wir bessere Aussagen zur Lichtstabilität der Farben erhalten. Das ist ein ganz neues System, wir haben es mit der Nottingham University in England gemacht. Was ist Microfading? An einem winzigen Punkt, Sie sehen das Gerät, so ungefähr ein Zehntel Millimeter, wird die Farbe mit einem Lichtstrahl beschossen und die Farbveränderung am Objekt quasi gemessen. Also so einen kleinen Punkt, den sieht man nicht. Und das Ausbleichen wird dann analysiert. Die Ergebnisse, die wir erhalten haben, sind glücklicherweise positiv ausgefallen. Die Farben sind ziemlich stabil, die farbigen Bereiche. Jedoch sind die weißen Papierbahnen des Hintergrundes am empfindlichsten. Nach den abgeschlossenen Untersuchungen, die eben circa 2 Jahre gedauert haben, haben wir ein klares Bild vom Zustand des Werkes. Arcand ist eigentlich in einem guten, authentischen, vor allem sehr authentischen Erhaltungszustand. Wir sahen anfangs eigentlich eher Probleme in dem komplexen Schichtaufbau, aber der stellt sich als sehr stabil heraus. Die Befürchtungen von Matisse bezüglich der Gefahr einer Farbveränderung bestätigen sich jedoch. Dies zu verhindern ist für uns ganz wichtig. Zum Glück gibt es keine größeren Beschädigungen im Darstellungsbereich. Das ist zum einen auf die sehr guten Materialien, aber auch auf wirklich diese hochwertige Montierung zurückzuführen. Und durch den frühzeitigen Schutz, den Ernst Beierle mit einer Verglasung schon in den 70er Jahren unternommen hat. Es zeigt sich, dass wir nur minimale Stabilisierungen notwendig sind und betroffen war nur der Randbereich. Frühere Transporte und Ausleihen haben diese Schäden am Rand hinterlassen. Das kam daher zustande, dass man das Bild für mehrere Ausleihen abgespannt hat, aufgerollt hat und am neuen Ort wieder aufgespannt hat. Und dadurch sind diese Schäden entstanden. Zum Glück sind es wirklich nur minimale Schadensbereiche. Ich möchte aber trotzdem unsere restauratorischen Maßnahmen kurz darstellen. Zum Beispiel in der oberen Reihe sehen Sie ein Restaurierungsbeispiel von einem brüchigen Keilrahmenholz, das wieder stabilisiert wurde. In den unteren 3 Aufnahmen sehen Sie eine partielle Vernähung einer gerissenen Naht im Gewebe. Die geschädigten Papiere im Randbereich wurden vorsichtig angehoben, stabilisiert, wieder auf das Gewebe zurückgeklebt. Vorher habe ich gearbeitet, das Papier hat der Stefan Loewe gemacht. Wir haben uns da aufgeteilt. Die optisch störenden, verfärbten Klebstoffreste und Reparaturen des Randes, die sind sehr schön auf der linken Bildseite, aus den 60er Jahren wurden mit Retuschen nur übermalt. Das heißt, man hat alte Schäden nur abgedeckt. Um aber auch zukünftige Schäden zu vermeiden, sind folgende präventive und konservierende Maßnahmen notwendig. Aus konservatorischen und ästhetischen Gründen wurde eine Neurahmung realisiert. Die Rahmung und Verglasung garantiert eine Stabilität des Bildes durch einen nicht sichtbaren Innenrahmen, einen Schwingschutz beim Transport, Schutz vor Staub und Schmutz, Schutz vor mechanischer Beschädigung und eine optimale Bildwirkung. Wir sind sehr glücklich, eine Sonderanfertigung einer Plexiglasscheibe aus einem Stück erhalten zu haben, die gleichzeitig UV-Schutz ist. Weitere Maßnahmen sind, wie Sie vorher gesehen haben, wird Arcand außerhalb der Museumsöffnungszeit mit einer Stoffhaube abgedeckt und wir haben ein spezielles Monitoring, also eine Überwachung von der Beleuchtungsdauer und Intensität auch geplant. Außerdem wollen wir in Zukunft Arcand mit besseren Leuchtmitteln ausstellen. Ich möchte mich auch an dieser Stelle ganz herzlich vor allem bei der National Suisse bedanken für das große Vertrauen und für die sehr schöne Zusammenarbeit. Für uns Restauratoren war das ein
fantastisches Projekt. Es hat unglaublich Spaß gemacht. Wir haben auch irrsinnig viel dazugelernt. Es ist sehr viel Know-how hier im Haus jetzt. Auch wir sehen unsere Werke ganz anders. Wir können wirklich wie klare Prognosen und auch Strategien entwickeln. Ein ganz herzliches Dank an Ihnen und auch Frau Cecchetti. Außerdem möchten wir uns natürlich bei allen Institutionen und Personen bedanken. Also wir haben hier mit dem Rahmenmacher gearbeitet, mit externen Labors und natürlich auch mit den Mitarbeitern des Hauses, mit den engagierten Mitarbeitern, die uns hier wirklich 2-3 Jahre voll unterstützt haben. Und es war sehr schön, mit Ihnen zu arbeiten. Stefan Loengel und ich stehen Ihnen auch nachher bei Fragen zur Verfügung. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Was Sie sehen und hören, Restaurierung kann ein spannendes Abenteuer sein. Dieses Abenteuer ist gut ausgegangen. Wenn wir so durch die Museen gehen, nehmen wir es ja immer für selbstverständlich, dass diese Werke einfach da sind für uns. Und es ist schön, bei so einem Projekt eben zu sehen, dass selbst von berühmten, weltberühmten Kunstwerken eigentlich man relativ wenig darüber weiß und dass eben dank diesem Wissen durch die Forschung es auch möglich ist, nachher diese Kunstwerke in einer Art zu behandeln und für zukünftige Generationen zu erhalten, die sonst nicht möglich wären. Ohne so ein Projekt, wo man zuerst genau herausfindet, wie eigentlich diese Werke gemacht wurden, würden wir auch falsch Hand anlegen an das. Und ich glaube, es ist schön für uns alle, sehr befriedigend, dass wir der Öffentlichkeit dieses bedeutende Werk wieder zurückgeben können, indem wir es wieder ausstellen und wieder publizieren. Ich danke Ihnen vielmals für Ihr Interesse. Wenn Sie möchten, dann können Sie die Gelegenheit benutzen, mit Herrn Groß zum Chefrestaurator zu sprechen. Für die anderen kommen Sie doch zum Apéro. Es gibt hier draußen etwas zu essen und zu trinken, da können wir auch feiern. Und das Werk ist ja verglast, das heißt, wir dürfen jetzt auch ganz nahe dran. Es vergehen wieder bis ins nächste Jahr, bis man sehen kann. Also ich danke Ihnen vielmals für Ihr Interesse und einen schönen Tag. Thank you.